Drei Tage später, am 15. Januar, werden von dieser Einheit die Symbolfiguren der Kommunisten erschossen. Karl Liebknecht im Tiergarten. Rosa Luxemburg wird Wochen später aus dem Landwehrkanal gezogen. Schon länger, so heißt es, sei aus Scheidemanns Umfeld ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt gewesen. Die Mörder gehen frei aus. Es gab doch immer ein geheimes Einverständnis zwischen der obersten Heeresleitung und der Regierung in Berlin, zu Ebert und seinem Reichswehrminister Noske. Besser als bei der Ermordung von Luxemburg und Liebknecht haben die nie wieder zusammengearbeitet. Ohne die Zustimmung von Noske hätte das, was die Freikorps im Hotel Eden veranstaltet haben, nie stattfinden können. Die haben uns doch gehasst, weil wir denen geistig überlegen waren. Wir haben denen doch auf der Nase rumgetrampelt. Die haben gekocht bei jeder neuen Ausgabe der Roten Fahne. Deshalb hat die Regierung Luxemburg und Liebknecht beseitigen lassen. Nach der altbewährten Methode. Auf der Flucht erschossen. Am 6. Februar 1919 tritt die Nationalversammlung in Weimar zusammen. Eberts MSPD ist mit 38% der Stimmen größte Fraktion. Die USPD bekommt nicht einmal 8%. Die KPD hatte zum Wahlboykott aufgerufen. 5 Tage später wählt die Nationalversammlung Friedrich Ebert zum ersten Reichspräsidenten. Er hat seine Vorstellungen für die Verfassung der neuen Republik durchgesetzt. Allerdings bergen die Mittel, die er dazu wählte, den Keim für die kommende Katastrophe. Im Mai haben wir endlich in Bayern eingegriffen und dem Rätespuk ein Ende gemacht. Es hatte sich also bewahrheitet. Eine Revolution kann nie einen neuen Staat hervorbringen. Das lehrt uns die Geschichte. Den neuen englischen Staat hat nicht die Revolution, sondern Cromwell hervorgebracht. Den neuen französischen nicht die Revolution, sondern Napoleon. Den neuen deutschen nicht die 48er Revolution, sondern Bismarck. Dieses Hin und Her von Parteien, diesen kleingeistigen Funktionären und Mitläufern, dieser ganze republikanische Plunder ist letztlich belanglos. Tagespolitik. Die politische Zukunft liegt anderswo. Eines Tages wird der neue Staat entstehen. Jung und stark, alle deutschen Stämme umfassend, der eigenen Natur folgend. Und kein Franzose und kein Engländer wird das verhindern. Die 400.000 Freikorpsmänner, die im März den Generalstreik in Berlin zusammenschießen und die Räterepubliken in Bremen und München stürzen, sind der Rest von 13 Millionen deutscher Soldaten, die im Ersten Weltkrieg eingesetzt waren und in der Heimat kein ziviles Betätigungsfeld mehr fanden. Finanziert werden sie vom Antibolschewismusfonds der deutschen Wirtschaft. Im Ruhrgebiet hielten sich die Roten am längsten. Wenn ich alles erzählen würde, was in diesen Tagen passiert ist, würde es heißen, es sind alles Lügen. Es gab überhaupt kein Pardon. Selbst die Verwundeten wurden noch erschossen. Die Stimmung in der Truppe war großartig. Was uns in die Hände kam, wurde zuerst mit dem Gewehrkolben abgefertigt und dann mit der Kugel. Mehr als 2 Jahre hatte uns die Revolution schikaniert. Jetzt war es endgültig genug. Wir haben sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Gegen die Franzosen, das muss ich sagen, waren wir im Feld viel humaner. Die sozialdemokratische Regierung hatte es geschafft, den preußischen Obrigkeitsstaat ein für allemal abzuschaffen und eine Republik zu gründen. Doch sie hat versäumt, den deutschnationalen und militaristischen Kern mitzubeseitigen. Sie hat sogar die Offiziere, die in der Revolution vom eigenen Heer gestürzt worden waren, wieder in den Sattel gehoben, um von ihnen alles, was auch nur entfernt den Anschein einer Revolution nach sowjetischem Vorbild hatte, niederwalzen zu lassen. Die nächsten Putsche gegen die Republik gingen von diesen Leuten aus. Und die führten am Ende Deutschland und Europa in eine weitere, noch viel größere Katastrophe.
Musik.